Petrus, die Namen, die stehen geschrieben. Aber normalerweise, die Frauen, die ein Löwengesicht haben, heißen Sechmet, Kriegsgöttin. Nicht jede Frau, auch die einen Löwenkopf hat, ist dieser Kriegsgöttin. Schauen Sie, was von einer Krone sie auf dem Kopf hat. Zwei Federn und rundum zwei Haare. Ich werde dann nachher noch Frauen genauso das Gesicht haben, aber eine andere Krone. Die spielen eine andere Rolle. Und dann, hinter dem König ist die Frau, die wir heute vormittags gesehen haben. Die hat Ruhe mit zwei Hörnern und die runde Scheibe. Und dann ganz links, die erste Figur, ist dieser Gott von der Schreibkunst. Und dann hinter der Löwenfrau, dann ist der Horus, hat die Doppelkrone auf dem Kopf. Jeder Gott, wie gesagt, hat eine Frau und ein Kind gehabt. Das ist die Terriade von dem Tempel. Der Horus hat eine Frau geheiratet, heißt Neptawe, und noch ein Sohn heißt Horus Sematawe. Sematawe heißt Vereiniger von oben und unten. Also, und das ist der Kleine da. Genau. Horus der Sohn, der ganz hinten, Horus der Vater, der direkt hinter der Frau steht. Schauen Sie bitte, die Hand von diesem Falkengott hinter der Löwenfrau und die Hand von dem Ibisgott, die setzen jetzt die Krone auf den Kopf von diesem Menschen in der Mitte. Zwei Hörner, flach, die gehören zu einem Gott von Esna, heißt der Gott von Nom. Und dann sieht man zwei Kobra, rechts, links, heißen Wadjet und Nechbet, Schutzgötter von Über- und Erden. Und dann sieht man so wie Blumen dazwischen. Diese Blumen heißen die Fruchtbarkeit und dann auf den Blumen sind drei Kugeln. Das ist jedes Mal dieses Wort da. Und jeder trägt das Lebenszeichen an der Hand. Auch diese Löwenfrau hat das Lebenszeichen an der Hand und die gibt es unter Nase von diesem König. Der muss das tief einatmen. Und dadurch kriegt er dann Ewigkeit, das lange Leben. Das Lebenszeichen und das andere Wort, das ich heute gesagt habe, sieht man auch da an der Wand. Schauen Sie mal, das Lebenszeichen.